Lothar, gleich sind wir nochmal im Bild mit Ricardo zur langen Nacht und. Genau. Zur langen Nacht der Überwachung, die am 23.05. stattfinden soll, anlässlich des Grundrechtsfests. Ja. Lothar ohne H mit der selbstredenden Webadresse, E-Mail-Adresse Lothar ohne H. @gmx.de, genau. So kann man mich erreichen, weil wir suchen noch immer Unterstützung für die lange Nacht der Überwachung. Und ich fand es @gmx.de, Lothar ohne H. Ne? Kann man bei mir nicht sagen. Schön einprägsam. Die lange Nacht der Überwachung findet statt am 23.05. Und dauert, wie gesagt, eine lange Nacht. Die Überwachung ist, was für ein Ereignis? Wie kann man das unterbringen? Wie kommen die Leute dazu, einander zu misstrauen? Naja, wir haben ja diese politische Situation. Ne? Wir haben allenthalben überall Videokameras. Wir haben die Vorratsdatenspeicherung. Es werden irgendwelche Riesendateien aufgebaut, wo Daten gespeichert werden von uns, die wir ja keineswegs im Griff haben. Also von dir ja verloren gehen können, die... In der langen Nacht bist du am Vorbereiten, etwas dagegen zu tun. Andere sind da ebenfalls beteiligt dran. Was habt ihr bisher gemacht? Naja, wir haben, also wir, Aktionsbündnis Freiheit statt Angst, wir haben uns engagieren uns bei Demos. Wir informieren über den Protest mit Infoständen und haben im Oktober auch schon mal eine lange Nacht gefeiert in verschiedenen Clubs, wo wir Künstler eingeladen haben, sich zu engagieren und auch was zum Thema und gegen Überwachung zu sagen. Neben dir sitzt, ich darf es ja irgendwie schon sagen, ich war beeindruckt, Prominenz. Du hast an einer Demo mitgemacht, wo letztes Jahr 50.000 Leute ebenfalls zum Thema Überwachung teilgenommen haben und du bereitest wieder eine Demo vor. Wann wird die sein? Die Demo ist geplant für den 12. September hier in Berlin. Wir hoffen, dass es diesmal mehr werden als im letzten Jahr und hoffen, dass es wieder so gut und so bunt wird wie im letzten Jahr. Letztes Jahr waren es 50.000. Damals waren viele Bündnispartner am Tisch. Wie viele waren damals am Tisch? Wie viele hast du bereits jetzt mit beigetragen zu Kontakten? Also es waren im letzten Jahr knapp 119 offizielle Bündnispartner sozusagen auf der Liste. Wir haben jetzt auch schon einige hundert angeschrieben und angesprochen. Wir hatten jetzt 3 Bündnistreffen. Es wird am 8.4. ein nächstes Bündnis, das ist, wenn es jetzt später gesendet wird, macht das keinen Sinn. Das ist aber egal. Also es gibt eine ganze Menge Bündnistreffen und da sind jetzt ungefähr 120 Leute schon dabei. Noch nicht. Gruppen avisiert. Naja, wir hoffen, dass es mehr werden. Unter welchem Begriff kann man sich informieren über den Stand der Dinge? Wie findet man euch im Netz? Man findet uns im Netz unter aktion-freiheit-statt-angst.org. Und das wird sein am 12.09. und am 23.05. ist die lange Nacht. Ricardo und Lothar, ihr macht unterschiedliche Sachen. Du machst an einer Vorbereitung einer Demo mit. Ich habe es vor kurzem gehört, da sagt einer, Latschen hilft doch nicht, geh doch wählen. Latschen alleine hilft auch nichts, das stimmt schon. Wählen alleine hilft aber auch nichts. Ich glaube, die Kombination aus vielen verschiedenen Dingen macht es. Wenn möglichst viele Menschen möglichst viele Dinge machen, dann bringt das es. Die Kombination mit, da bist du jetzt zuständig dafür, die Leute nachts in Clubs zu versammeln und im Club das zu machen, was sie ja auch in der Wahlkabine nicht machen, irgendwas zu bewirken. Worin siehst du also die große Schlagkraft des sich Zusammensammelns in Clubs im Rahmen des Kampfes gegen die Überwachung? Naja, also ich glaube schon, dass auch Kreativität und Kultur etwas mit Politik zu tun hat. Und deshalb laden wir Künstler ein, suchen Veranstalter, suchen Clubs, eben für die lange Nacht der Überwachung, die am 23.05. stattfinden soll, um auch kulturell klar zu machen, dass wir das nicht brauchen. Wir brauchen solch eine Politik, so eine Politik der Überwachung, der Kontrolle,
der Angst, die brauchen wir nicht. Wir brauchen Freiheit, wir brauchen Kreativität. Naja, also ein bisschen anstrengend, so ein bisschen wie Medizin bitter schmecken sollte es schon. Wäre es nicht schön, wenn es richtig schön regnet, damit jeder sagen kann, dass es ganz wichtig ist mit dem Thema. Wann ist es? Es ist am 12. September die Demo, am 23. Mai ist die lange Nacht der Überwachung. Regen wäre super optimal, weil wir sind natürlich auch sehr opportunistisch und berechnend. Je mehr Leute da sind, desto größer die Chance, dass die Demo mit guten, stimmungsvollen Bildern, sag ich jetzt fast mal, in die Medien kommt. Lassen wir uns. Das bewegt dann hoffentlich die Politik. So. Lassen wir uns überraschen, ob es am 23.05. oder am 19.12., am 12.09. regnet oder nicht. Außerdem, ich habe von meiner Mama gelernt, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlecht angezogene Leute. Ja, also insofern, wenn es regnet, kommt auf die Demo. Wir haben 100 Leute getroffen vor dem Boxhagener Platz und sind durch Friedrichshain gezogen, bis vor die Das war die 273. Sendung des Forums, der nicht dabei ist. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Schau auch beim nächsten Mal wieder rein. Und dir eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.